Also erstens muss die Linke ein Bündnis eingehen mit dem Mittelstand. Wenn wir alle nämlich teuer dafür bezahlen, dass die großen Konzerne und die großen privaten Banken zu mächtig sind und wir deren Macht wenigstens einschränken wollen, geht das überhaupt nur im Bündnis mit dem Mittelstand. Also müssen wir uns für die gesamte Mitte der Gesellschaft öffnen, was nichts daran ändert, dass wir natürlich auch das Unten vertreten. Das ist ja selbstverständlich für eine linke Partei. Aber eben auch die Mitte. Und dazu gehören auch die kleinen und die mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn letztlich sage ich Ihnen eins, die Gesellschaft wird nur von der Mitte bezahlt. Der untere Teil kann es nicht und an die wirklich Reichen gehen sie nicht ran oder trauen sich nicht ran. Und deshalb ist das alles sehr einseitig bei uns organisiert. Und außerdem haben wir natürlich nicht in allen Fragen übereinstimmende Interessen und das reizt mich ja dann auch ein bisschen. Und ich will Sie ja auch ein bisschen begeistern und Sie wollen mich ja auch wieder von Ihrem Anliegen überzeugen und deshalb ist das für mich einfach auch interessant. Aber ich gehe natürlich auch sehr gerne zu Gewerkschaften und zu anderen, aber ich gehe auch gerne zum Unternehmertag. Wir haben keine besonders gute Gründerkultur in Deutschland. Man hilft ja Selbstständigen auch nicht. Und vor allen Dingen ist der Sozialstaat nie zu den Selbstständigen gekommen. Die meisten sind weder rentenversichert, manche nicht mal krankenversichert, manche haben natürlich keine Arbeitslosenversicherung, nichts. Und wenn sie selbstständig sind, dann fühlen sich ja die Leute frei, weil sie entscheiden über ihre Arbeitszeit und wann sie Urlaub machen und wann sie keinen Urlaub machen und glauben immer, sie sind frei als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich mache da mal ein großes Fragezeichen, weil die ihre Probleme nie loswerden, auch nicht im Urlaub, nicht am Sonntag, nie, weil sie immer wissen, kommt der Auftrag, kommt er nicht und das quält sie den ganzen Tag. Also wenn ich Arbeitnehmer wäre, sage ich Ihnen, wenn ich Feierabend habe, habe ich erstmal Feierabend und dann geht es am nächsten Morgen wieder los. Also ich kann etwas gelassener und ruhiger leben als Arbeitnehmer im Vergleich zu einem Selbstständigen. Ich bin ja auch Selbstständiger, ich weiß ja, wie das ist als Anwalt und so. Das kann ich schon alles ganz gut einschätzen und deshalb denke ich immer, die Selbstständigen machen sich Illusionen über die Leichtigkeit ihres Lebens am Beginn. Deshalb spreche ich immer gerne zu Leuten, die anfangen, schockiere sie ein bisschen und dann baue ich sie aber auch wieder auf. Und wissen Sie, wir haben ja auch keine Existenzgründungsdarlehen. Sowas gibt es ja alles gar nicht. Das ist genau das, was ich will. Ich will auch, dass zum Beispiel einem Selbstständigen geholfen wird, der nachweisen kann, dass er gute Aufträge hat und jetzt in Schwierigkeiten kommt und kurz vor der Insolvenz steht, weil Rechnungen nicht bezahlt wurden. Nicht, weil er keine Aufträge hat, sondern weil Rechnungen nicht bezahlt worden ist. Da müsste meines Erachtens die Kreditbank für den Wiederaufbau in solchen Fällen Kredite gewähren. Weil wir haben doch alle nichts davon, wenn er kaputt geht. Abgesehen davon, dass das ein schweres Schicksal für ihn ist, hat aber auch die Gesellschaft nichts davon. Also ich glaube, dass wir da eine andere Kultur brauchen, aber davon sind wir leider noch ziemlich weit entfernt.